Kurz noch zum Sportlichen. Die Medaille ist ja schon im Sack. Ist der Druck jetzt höher, weil man sie verteidigen will? Ich glaube, dass wir mit dem positiven Gefühl aus London hinfahren können und wissen, wie es ist, einen olympischen Wettkampf zu bestreiten. Und ich weiß, was auf mich zukommt. Das ist doch nochmal was ganz anderes, bei Olympia am Start zu stehen als bei einer WM. Und ich glaube nicht, dass da der Druck irgendwie größer ist. Ich freue mich einfach drauf, wenn ich Radfahren kann. Wann ist es für Sie positive olympische Spiele? Muss es die Medaille sein? Ich träume davon, dass es eine Medaille wird. Es sind auf jeden Fall positive Spiele, wenn man dabei sein kann, weil das schon eine tolle Leistung ist, wenn man sich überhaupt qualifiziert, finde ich. Und natürlich ist es mein Ziel, auf dem Podest zu stehen, und dafür arbeite ich, und ich hoffe, dass ich das Ziel dann auch erreichen kann. Was hat sich in den letzten 4 Jahren für Sie speziell geändert? Auch eigentlich nichts. Ich trainiere noch genauso wie vorher, bin die gleiche, und das andere ist vielleicht, dass ich ein bisschen mehr eingeladen werde auf verschiedene Veranstaltungen, wo man vorher eben ja nicht dabei war, jetzt aber durch den Erfolg dann mitgehen darf, und das ist schon was Besonderes, zum Beispiel beim Sportler des Jahres in Baden-Baden oder Baldesports in Wiesbaden oder dann Vorträge halten. Das sind alles Sachen, die vorher nicht waren, und das ist schon speziell und sehr schön. Sind Sie da eigentlich ein bisschen neidisch auf die Robert Hartings der Welt? Nö, wieso auch? Also Robert vermarktet sich gut, und ich finde, Robert ist ein super sympathischer Typ, der das auch verdient hat, im Fokus zu stehen, und macht tolle Arbeit. Er macht ja auch wirklich viel für den Sport. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, und glücklich. Ich will damit sagen, dass Ihre Sportart ja immer, wenn Olympia ist und wenn dann die Medaillen kommen, immer im Fokus stehen, und andere Sportler eigentlich das ganze Jahr über. Aber bei Ihnen leider ist es nicht so. Ist das ein bisschen störend? Stört Sie das? Ich finde es einfach schade. Es geht ja nicht nur uns so im Bahnradsport. Die Kanuten oder Taekwondo, Karate, Badminton. Es sind so viele Sportarten, die ich jetzt aufzählen könnte, die genauso wenig im Fernsehen übertragen werden, wie das bei uns der Fall ist. Ich finde es einfach, ja, traurig, dass nicht so viel über uns berichtet wird. Das könnte ruhig mehr sein, aber es ist nun mal so, und wir müssen mit der Situation leben. Wir können es nicht ändern, und ich mache ja den Sport wegen mir, weil es mir Spaß macht. Und wir versuchen natürlich schon, die Fans zu informieren, und hoffen, dass es in Zukunft irgendwann mal besser wird, dass vielleicht wieder ein bisschen mehr kommt. Aber es ist nun mal so, ich kann es nicht ändern, und deswegen ist es, ja, macht es auch keinen Sinn, sich darüber jetzt Gedanken zu machen. Welche Sportart würden Sie dann unbedingt gerne mal ausprobieren? Trampolintouren. Warum? Weil ich glaube, es ist cool zu fliegen auf dem Trampolin, also hoch springst.